Wir wollen, dass Gott uns alles gibt, was unser Leben verbessert. Aber manchmal müssen wir einen Preis dafür bezahlen. Denkt daran, ihr müsst immer auf der einen Seite etwas loslassen, um auf der anderen Seite Fortschritte zu machen. Danke, dass ihr heute bei Das Leben genießen dabei seid. Ich glaube, mein heutiger Vortrag wird euch helfen und euch ermutigen. Ich frage mich, wie viele von euch, die jetzt zusehen, den Wunsch haben, in irgendeinem Bereich ihres Lebens etwas zu verändern. Vielleicht seid ihr Christen und ihr wünscht euch, geistlich reifer zu werden. Aber ihr habt das Gefühl, dass ihr einfach nicht weiterkommt. Vielleicht wollt ihr in finanzieller Hinsicht oder auf der Beziehungsebene Fortschritte machen. Ihr fühlt euch einsam, weil ihr nicht besonders viele Freunde habt. Wir alle wollen in unserem Leben Fortschritte machen. Doch der Hauptgedanke meines Vortrags lautet: Jeder Fortschritt kostet uns etwas. Ihr müsst fast immer etwas Altes loslassen, damit ihr etwas Neues ergreifen könnt. Denkt einmal darüber nach. Ihr müsst etwas Altes loslassen, um etwas Neues zu ergreifen. Gott versprach Abraham, ihn mehr zu segnen als je zuvor in seinem Leben. Aber er musste alles hinter sich lassen, was ihm vertraut war, bevor Gott ihm zeigen würde, womit er ihn segnen wollte. 1. Mose 12, Verse 1 und 2. Dann befahl der Herr Abram: Verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Damit ihr den Hintergrund versteht: Gott hatte einen großen Plan für Abrahams Leben. Er war der erste Mensch, mit dem Gott einen Bund schloss. Und er wollte Abraham gebrauchen. Doch Abrahams Verwandte waren alle Götzenanbeter. Gott wusste, dass er Abraham von ihnen trennen musste, damit dieser tatsächlich tun konnte, was Gott für ihn geplant hatte. Manche Menschen, mit denen ihr euch umgebt, sind nicht gut für euch. Sie üben einen schlechten Einfluss auf euch aus und verhindern, dass Gott mit euch die nächsten Schritte gehen kann. Gott sagte: Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Und weiter sagte Gott: Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Abraham, du wirst so gesegnet sein, dass jeder, der dich und dein Leben segnet, ebenfalls gesegnet wird. Aber er musste seine Vergangenheit hinter sich lassen. Das gehört zu dem Preis, den wir bezahlen müssen. Wenn ihr Jesus euer Leben anvertraut, geht ihr eine Beziehung mit ihm ein. Aber das ist noch nicht alles. Die Bibel lehrt uns, dass wir lernen müssen, ein abgesondertes Leben zu führen. Das bedeutet nicht, dass wir uns von allen anderen trennen müssen und keine Freunde mehr haben dürfen, aber es bedeutet, dass wir uns von unserem gewohnten Lebensstil distanzieren müssen. Ihr könnt nicht weiter sündigen und gleichzeitig eine Beziehung zu Jesus haben. Er wird euch lehren, er wird euch führen und euch eine Sache nach der anderen zeigen, an der ihr arbeiten müsst. Er trägt euch nie mehr auf, als ihr bewältigen könnt. Vielmehr schenkt er euch die Gnade, die ihr braucht, um das tun zu können, worum er euch bittet. Wir machen uns selbst etwas vor, wenn wir glauben, wir könnten so leben, wie wir wollen, ohne etwas zu ändern, und gleichzeitig Jesus darum bitten, alle unsere Probleme zu lösen. Ich kann euch versichern, dass euch die Dinge, von denen Gott euch sagt, dass ihr sie hinter euch lassen sollt, ohnehin nur unglücklich machen. Es gibt Menschen, die sagen: Wenn du Christ wirst, darfst du keinen Spaß mehr haben. Nun, wisst ihr was? Manche Dinge, die ich für Spaß hielt, musste ich aufgeben. Aber dann fand ich heraus, dass sie mir in Wirklichkeit wenig gaben. Ich wusste zwar, wie man Spaß hat, aber ich wusste nichts über wahre Freude. Freude ist so viel besser als Spaß. Gott möchte, dass ihr ein Leben habt, das ihr genießen könnt. In Johannes 10, Vers 10 lesen wir, dass Jesus sagte: Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken.
Beschreibt das euer Leben? Habt ihr ein erfülltes Leben voller Freude? Oder sagt ihr, nein, aber ich möchte es haben? Nun, wenn ihr euch danach sehnt, wird Gott euch vielleicht ein paar Dinge zeigen, von denen ihr Abstand nehmen müsst. Das könnte eine selbstsüchtige Einstellung sein. Es könnte Selbstmitleid sein, ständiges Jammern und Klagen. Oder vielleicht müsst ihr aufhören, über andere Menschen zu tratschen. In Gottes Reich hören wir nie auf zu wachsen. Gott weist uns immer auf neue Möglichkeiten hin, wie wir besser leben können. Die Bibel sagt, wir sollen uns von zornigen und wütenden Menschen distanzieren, damit ihr Verhalten nicht auf uns abfärbt. Sprüche 22, Verse 24 und 25. Halte dich von einem zornigen Menschen fern und meide den Jähzornigen, damit du nicht wirst wie sie und dein Leben aufs Spiel setzt. Ich frage mich, wie viele von euch zu viel Zeit mit Menschen verbringen, die sich unaufhörlich beklagen. Glaubt nicht, dass das nicht auf euch abfärben wird, denn das wird es. Ich sage nicht, dass wir uns von allen Menschen fernhalten müssen, die nicht an Jesus glauben. Aber ihr solltet nicht zu viel Zeit mit Menschen verbringen, die Dinge tun, die ihr nicht tun wollt. Denn alles, womit ihr euch lange genug beschäftigt, wird euch beeinflussen. Deshalb seid klug und betet darüber. Ich will bereit sein, den verlorenen Menschen zu dienen. Ich sage immer, ich möchte mit Menschen zusammen sein, solange ich einen guten Einfluss auf sie ausübe und sie keinen schlechten auf mich. Überlegt einmal, wer eure Freunde sind und mit wem ihr Zeit verbringt. Wenn ihr Christen seid, solltet ihr am Arbeitsplatz nicht mit euren Kollegen am Mittagstisch sitzen und euch anhören, wie sie sich über ihren Job, den Chef und die Arbeitsbedingungen beklagen. Vielleicht fragt ihr, was soll ich denn sonst machen? Nun, bevor Dave seinen Job kündigte, um in unserer Organisation zu arbeiten, ging er in seiner Mittagspause oft spazieren. Er aß etwas und dann ging er spazieren und betete währenddessen. In der Zeit sprach Gott zu ihm und sagte ihm, dass er eines Tages nicht mehr in seinem Beruf als Ingenieur arbeiten, sondern Gott dienen würde. Wenn ihr Zeit mit Gott verbringt, kann er mit euch reden und euch Dinge zeigen. Gott wollte, dass die Israeliten sich von negativen Einflüssen trennten. Aber aus ihnen wurde eine gemischte Gruppe. In den verschiedenen Städten, durch die sie zogen, schlossen sich ihnen Menschen an, die Götzen anbeteten oder die Dinge taten, die nicht in Ordnung waren. Statt sie abzuweisen und Gott zu gehorchen, ließen die Israeliten zu, dass sie bei ihnen blieben. In 4. Mose 11, Verse 1 bis 5 heißt es, doch schon bald begannen die Israeliten, sich beim Herrn über ihre Schwierigkeiten zu beklagen. Als der Herr dies hörte, wurde er zornig auf sie und ließ ein Feuer am Rand ihres Lagers ausbrechen, das einen Teil des Lagers zerstörte. Die Israeliten liefen zu Mose und schrien um Hilfe. Da betete er zum Herrn und das Feuer erlosch. Deshalb wurde dieser Ort Tabera genannt, weil dort Feuer vom Herrn unter ihnen gewütet hatte. Doch die Fremden, die mit ihnen zogen, sehnten sich nach Annehmlichkeiten. Gott ließ jeden Tag Essen vom Himmel fallen, auch Manna genannt. Das war ein erstaunliches Wunder. Doch nach einiger Zeit beschlossen die Fremden, die bei ihnen waren, dass sie das Manna nicht mehr mochten. Und sie beklagten sich darüber. Auch die Israeliten fingen an zu klagen. Vielleicht gab es einmal eine Zeit, in der ihr dankbar für euren Arbeitsplatz wart. Aber dann habt ihr zu oft mit den falschen Menschen zu Mittag gegessen und sie haben euch auf alle möglichen Missstände in der Firma aufmerksam gemacht. Wenn ihr zuhört, wie Menschen über eine Person lästern, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das eure Einstellung gegenüber dieser Person beeinflusst. Wenn mir jemand etwas Unschönes über jemanden erzählt, muss ich sehr aufpassen, dass sich meine Einstellung dieser Person gegenüber nicht verändert, auch wenn ich das Gesagte eigentlich gar nicht glauben will. Worte haben Macht. Deshalb sollten wir aufpassen, dass wir uns von anderen nicht mit Worten füllen lassen, die unsere Seele vergiften und unser Leben negativ beeinflussen.
Und so klagten auch die Israeliten von Neuem: Wer gibt uns Fleisch zu essen, jammerten sie. Denkt nur an die vielen Fische, die wir in Ägypten ganz umsonst bekamen. Dabei vergaßen sie, dass sie in Ägypten Sklaven gewesen waren und jeden Tag mit so viel harter Arbeit überhäuft wurden, dass sie diese unmöglich bewältigen konnten. Wir bekamen so viele Gurken und Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch, wie wir nur wollten. Für mich hört sich das nicht nach einer leckeren Mahlzeit an, aber das aßen sie wohl damals. Gott trug den Israeliten wiederholt auf, sich von den heidnischen Nationen, vor denen er sie zu schützen versuchte, zu distanzieren. Sie waren auf dem Weg ins verheißene Land, wo sein Segen auf sie wartete. Aber der Preis, den sie dafür bezahlen mussten, war die Trennung von diesen Menschen. Als ich mich ganz auf Gott einließ, habe ich das auch erlebt. Ihr möglicherweise auch. Es gab eine Zeit, in der ich sehr einsam war. Denn als ich mich entschloss, von ganzem Herzen für Jesus zu leben, wollten selbst meine christlichen Freunde nichts mehr mit mir zu tun haben. Manche Christen sind nur halbherzige Christen. Damit meine ich, dass sie immer noch vieles tun, was sie nicht tun sollten. Vielleicht seid ihr schon lange mit einigen Personen befreundet und genießt diese Beziehungen. Doch dann beschließt ihr, ganz für Gott zu leben, und plötzlich stellt ihr fest, dass die Filme, die sie sich ansehen, nicht zu eurem neuen Leben passen. Wenn ihr ihnen dann sagt, dass ihr euch so etwas nicht mehr ansehen wollt, wird es nicht lange dauern, bis sie euch den Rücken kehren. Eure guten Entscheidungen offenbaren ihre schlechten Entscheidungen. Und plötzlich werden sie anfangen, sich über euch lustig zu machen und euch abzulehnen, obwohl ihr einfach nur versucht, in einer tiefen Beziehung zu Gott zu leben. Ablehnung ist eines der Dinge, die der Teufel einsetzt, um uns dazu zu bringen, von unserer Beziehung zu Gott Abstand zu nehmen. Als Gott mich aufforderte, die Bibel zu lehren, wurde ich von vielen Menschen abgelehnt, auch von Familienmitgliedern und jenen, die ich für meine Freunde hielt. Das tat sehr weh und ich war lange Zeit sehr einsam. Aber wisst ihr was? Ich will lieber Jesus in meinem Leben haben, anstatt all diese Menschen und Jesus nicht. Ich hoffe und bete, dass das auch eure Einstellung ist. Wisst ihr was? Die Erlösung ist für uns umsonst. Wir müssen sie uns nicht verdienen, aber im Grunde ist nichts wirklich umsonst. Wir müssen nicht für unsere Erlösung bezahlen, aber Jesus hat dafür bezahlt. Irgendwo auf dem Weg kostet der Fortschritt immer jemanden etwas. Ich spreche sehr gern über die Salbung Gottes. Ich glaube, dass wir viel mehr darüber wissen sollten. Salbung bedeutet, eingerieben zu werden. Wenn im Alten Testament jemand zum Propheten, Priester oder König gesalbt wurde, träufelten sie Öl auf seinen Kopf und salbten ihn damit. Das Öl repräsentierte den Heiligen Geist. Wir werden heute vielleicht nicht mehr mit Öl gesalbt, aber wenn Gott uns aufträgt, etwas zu tun, salbt er uns dafür mit seinem Geist. Vielleicht mögt ihr meine Sendung und seht sie regelmäßig. Ihr wollt sie keinesfalls verpassen. Nun, dann seht ihr sie euch nicht nur an, weil ich so eine schöne Stimme habe und euch alles begeistert, was ich sage. Ihr hört mir zu, weil Gott mich dafür gesalbt hat, Vorträge zu halten. Wenn drei Menschen genau denselben Vortrag halten und nur einer von ihnen gesalbt ist, nehmt ihr aus seinem Vortrag mehr mit, als aus den Vorträgen der anderen beiden. Es ist Gottes Salbung auf unserem Leben, die bewirkt, dass wir in allem, was wir tun, erfolgreich sind. Deshalb solltet ihr danach streben, Gottes Salbung zu bekommen. Gleichzeitig müsst ihr euch jedoch darüber im Klaren sein, dass ihr dann manche Dinge nicht mehr tun könnt. Wenn ihr die Salbung für euer Leben, für Heilung, für Wunder oder Lehre haben wollt, müsst ihr euch vielleicht noch mehr hingeben und absondern. Ihr müsst euch Gott vielleicht noch mehr zuwenden und noch mehr Zeit mit ihm verbringen, als ihr es bisher getan habt. Auch Jesus zog sich oft zurück. Wir lesen in der Bibel immer wieder, dass er sich von allen anderen absonderte und betete.
Jesus wusste, dass er ein abgesondertes Leben führen musste, damit Gottes Salbung auf ihm ruhen konnte. Er wird der Gesalbte genannt. Und in Lukas 5, Verse 15 bis 17 lesen wir, doch trotzdem verbreitete sich das, was er tat, noch schneller. Und die Menschen strömten herbei, um ihn predigen zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Nun hört euch das an. Jesus zog sich jedoch immer wieder zum Gebet in die Wüste zurück. Er ließ nicht zu, dass die Bedürfnisse der Menschen sein Leben beherrschten. Ich nehme an, dass der Strom an Menschen, denen er diente, indem er sie lehrte und heilte, nie abriss. Es gab sicher immer jemanden, der Hilfe brauchte. Doch sobald er spürte, dass er müde wurde oder erschöpft war, bin ich mir sicher, dass er sich für eine gewisse Zeit von der Menge zurückzog, um allein zu sein, zu beten und Zeit mit seinem Vater zu verbringen, um wieder erfrischt zu werden. Wir lassen so oft zu, dass die Bedürfnisse anderer Menschen unser Leben beherrschen. Und dann enden wir im Burnout, statt zu tun, was Gott von uns will. Er muss immer den ersten Platz in unserem Leben haben. Dann empfangen wir auch die Gnade und die Kraft, das zu tun, was er uns aufträgt. Eines Tages saßen einige Pharisäer und Schriftgelehrte dabei, als Jesus lehrte. Die Männer waren aus den Dörfern von ganz Galiläa und Judäa und sogar aus Jerusalem hergekommen. Und die heilende Kraft des Herrn ging von Jesus aus. Wir empfangen die Salbung durch Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Aber wir müssen lernen, sie anzunehmen und in ihr zu leben. In Matthäus 14, Vers 23 heißt es, nachdem Jesus die Menschenmenge entlassen hatte, stieg er allein in die Berge hinauf, um dort zu beten. Um Gottes Salbung und Kraft in eurem Leben zu haben, müsst ihr ein bisschen mehr Zeit allein verbringen. Falls ihr noch nicht regelmäßig, das heißt jeden Tag, Zeit mit Gott verbringt, möchte ich euch ermutigen und herausfordern, ein bisschen früher aufzustehen und eure ersten Momente oder Minuten oder Stunden Gott zu widmen. Vielleicht fragt ihr, was meinst du damit? Redet mit ihm. Das ist Gebet. Gebet bedeutet, mit Gott zu reden. Nehmt eure Bibel, lest darin und studiert sie. Lest ein gutes Buch, das sich mit der Bibel beschäftigt. Ich selbst habe 130 solcher Bücher geschrieben. Da ist sicher eines dabei, aus dem ihr etwas lernen könnt. Hört euch gute biblische Vorträge an. Wenn es möglich ist, solltet ihr euren Tag mit Gottes Wort beginnen. Vielleicht könnt ihr das nicht gleich nach dem Aufstehen tun. Doch dann tut es so bald wie möglich. Es sollte nicht das Letzte sein, was ihr tut. Macht es zur wichtigsten Sache eures Lebens. Wenn Jesus müde oder geistig sowie körperlich erschöpft war, zog er sich zurück und betete. Als er im Garten Gethsemane war und wusste, dass seine Kreuzigung kurz bevorstand, bat er seine Jünger, mit ihm zu wachen. Er fragte, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Und entfernte sich dann, um zu beten. Jedes Mal, als er zu den Jüngern zurückkehrte, fand er sie schlafend vor. Petrus schlief und er verleugnete Jesus dreimal. Hätte er gebetet, wie Jesus es ihm aufgetragen hatte, wäre er vielleicht stark genug gewesen, der Versuchung, Jesus zu verleugnen, zu widerstehen. Hätte Judas mehr gebetet, hätte er Jesus vielleicht nicht für 30 Silberlinge verraten. Wir könnten sehr viele Schwierigkeiten vermeiden, wenn wir einfach beten würden, bevor die Versuchung kommt, statt zu warten, bis wir mittendrin stecken. Lasst mich euch ein praktisches Beispiel geben. Ich hatte nie viel Frieden in meinem Leben. Die Familie, in der ich aufwuchs, war alles andere als friedlich. Bei uns zu Hause gab es nur Streit, Auseinandersetzungen, Zorn, Bosheit, Bitterkeit, Missbrauch und Inzest. Es war furchtbar. Ich wusste nicht einmal, was Frieden war. Dann heiratete ich Dave, der ein sehr friedlicher Mensch ist. Ihm ist Frieden sehr wichtig. Nachdem wir ein paar Jahre verheiratet waren, beschloss ich, ich will diesen Frieden auch in meinem Leben haben. Aber wisst ihr was? Es reichte nicht aus, ihn zu wollen. Ich musste einen Preis bezahlen, um ihn zu bekommen. Jesus sagte, ich gebe euch meinen Frieden. Sorgt euch nicht und habt keine Angst. Aber ich musste mit Hilfe des Heiligen Geistes einige Dinge in meinem Leben ändern, um Frieden zu haben. Ich gebe euch ein Beispiel.
Römer 12, Verse 16 bis 21. Lebt in Frieden miteinander. Versucht nicht, euch wichtig zu machen, sondern wendet euch denen zu, die weniger angesehen sind. Und bildet euch nicht ein, alles zu wissen. Ich war nicht besonders gut darin, mich anderen Menschen zuzuwenden und mich ihnen anzupassen. Für mich zählte nur, was ich wollte. Ich wollte mich nicht anpassen. Aber schließlich lernte ich, dass es mir Frieden verschaffte, wenn ich mich dem anschloss, was alle anderen wollten, und dabei freundlich blieb, auch wenn es nicht meinem Willen entsprach. Wenn wir dickköpfig und dumm sind, kostet uns das oft unseren Frieden. Aber das ist es absolut nicht wert. Vergeltet anderen Menschen nicht Böses mit Bösem, sondern bemüht euch allen gegenüber um das Gute. Wisst ihr was? Wenn wir mit anderen Menschen auskommen wollen, müssen wir sehr gut darin werden, zu vergeben. Und wir müssen gut darin werden, es schnell zu tun. Tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es möglich ist. Gott überträgt uns die Verantwortung, mit anderen Menschen in Frieden zu leben. Es ist nicht nur ihre Verantwortung, mit uns auszukommen. Auch wir müssen uns bemühen, mit ihnen auszukommen. Nun kommt, ich weiß, dass jetzt jemand zusieht, der sich ertappt fühlt. Das ist gut. Es ist keine Verurteilung, sondern eine Korrektur. Gott führt uns Dinge vor Augen, weil er uns liebt und will, dass wir ein besseres Leben haben. Liebe Freunde, rächt euch niemals selbst. Versucht ihr gerade, euch an jemandem zu rächen? Hegt ihr bittere Gedanken über ihn? Könnt ihr es kaum erwarten, zu erleben, dass er bekommt, was er verdient hat? Nun, das ist nicht Gottes Wille für uns. Er will, dass wir für unsere Feinde beten, sie segnen und ihnen Gutes tun. So zeigen wir ihnen, wie Gott ist. Ihr könnt das Böse nicht mit dem Bösen überwinden, sondern nur mit dem Guten. Ich mag diesen Vers, Römer 12, Vers 21. Überwinde das Böse durch das Gute. Liebe Freunde, rächt euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, ich allein will Rache nehmen. Ich will das Unrecht vergelten, spricht der Herr. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken, und er wird beschämt darüber sein, was er dir angetan hat. Hier ist eine weitere Möglichkeit, Frieden zu erleben. Seid bereit, zuzugeben, dass ihr euch irren könntet, auch wenn ihr nicht glaubt, dass es so ist. Seid demütig, entschuldigt euch, auch wenn ihr nicht glaubt, etwas falsch gemacht zu haben, und seid bereit, es zuzugeben, wenn es doch der Fall war. Wie oft könntet ihr euren Frieden zurückgewinnen, indem ihr einfach sagt, es tut mir leid? Ihr könnt sagen, ich will keinen Streit zwischen uns, vergib mir und lass uns die Sache vergessen. Für die menschliche Natur ist das oft schwer, vor allem, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr immer die Person seid, die sich entschuldigt. Aber ich sage oft, wer sich zuerst entschuldigt, ist die geistlich reifere Person. Um meinen Frieden zu wahren, musste ich lernen, meinen Mund zu halten und nicht immer das letzte Wort haben zu müssen. Ich musste aufhören, andere Menschen beherrschen und manipulieren zu wollen. Ein Mensch, der die ganze Welt beherrschen will und immer seinen Willen durchsetzen muss, wird nie Frieden haben. Ich musste dem Frieden nachjagen. Der Friede fällt nicht wie eine reife Frucht vom Baum, direkt in euren Schoß. In der Bibel heißt es, wir müssen ihm nachjagen. Lasst mich dazu drei Verse zitieren, Psalm 34, Verse 13 bis 15. Wollt ihr ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben? Dann hütet eure Zunge vor bösen Worten und verbreitet keine Lügen. Wendet euch ab vom Bösen und tut Gutes. Jetzt passt auf, bemüht euch, mit anderen in Frieden zu leben. Wow. Braucht ihr mehr Frieden? Dann solltet ihr nicht sagen, Gott, bitte gib mir Frieden. Jesus hat uns seinen Frieden bereits geschenkt. Sein Friede gehört uns. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Das steht in Johannes 14. Ihr könnt also Frieden haben. Doch manchmal müsst ihr Gott vielleicht fragen, gibt es etwas, das ich ändern muss, um deinen Frieden zu erleben? Was ist, wenn er dann sagt, vergib oder gib zu, dass du Unrecht hattest oder pass dich an andere Menschen an?
Das gefällt uns nicht. Wir wollen, dass Gott uns alles gibt, was unser Leben verbessert. Aber manchmal müssen wir einen Preis dafür bezahlen. Denkt daran, ihr müsst auf der einen Seite immer etwas loslassen, um auf der anderen Seite Fortschritte zu machen. Danke, dass ihr heute dabei wart und mir eure Zeit gewidmet habt. Ich bete, dass die Beschäftigung mit der Bibel ein Segen für euch war und euch geholfen hat. Danke. Gott segne euch. Als diese Mutter ihre Tochter hereintrug, hatten wir Tränen in den Augen. Es ging uns sehr zu Herzen. Es ist ein viel zu häufiger Anblick hier in Ostafrika. Kinder, die unter Mangelernährung leiden und kurz vor dem Verhungern sind. Es ist schwer, das mit anzusehen. Wir dürfen das nicht ignorieren. Pat Bradley arbeitet für Crisis Aid International, eine Organisation, mit der Hand of Hope seit vielen Jahren in diesem Teil der Welt zusammenarbeitet. Mit dieser neuen Klinik wird die medizinische Versorgung deutlich verbessert. Stark unterernährte Kinder können hier stationär versorgt werden und ganze Familien erhalten damit lebensrettende Chancen, die es vorher nicht gegeben hat. Jährlich können dank Hand of Hope allein in dieser Klinik 20.000 Patienten behandelt werden. Es gibt noch so viele Menschen, die unsere Hilfe dringend benötigen. Fragen? Schreiben Sie uns eine E-Mail. Unser Team hilft Ihnen gerne weiter. Denken Sie, dass Ihre Gedanken bedeutungslos sind? Oder beeinflussen Sie Ihr Leben vielleicht doch mehr, als Ihnen bewusst ist? In der Bibel steht, dass das, was wir denken, wichtig ist. In ihrem Buch »Das Schlachtfeld der Gedanken« erklärt Joyce, warum buchstäblich alles in unserem Leben mit unserem Denken zusammenhängt. Wenn Sie sich wünschen, dass sich in Ihrem Leben etwas verändert, beginnt auch das mit einem Gedanken. Dieser Bestseller hat weltweit eine Auflage von über 6 Millionen und bereits das Leben von vielen Menschen verändert. Bestellen Sie jetzt »Das Schlachtfeld der Gedanken« unter 040 88 88 41111 oder unter joyce-meyer.de/schlachtfeld.